In der Naturzone zieht ein Gewitter auf. Schau mal jetzt aber auch ganz kurz nach, ob ich wirklich alle AP wieder aufgefüllt habe. Nee, habe ich nicht. Schlecht. Eigentlich müsste ich das mal machen. Ole, ole, ole. Edula, wir wollen über die Brücke, aber wir haben keinen Bock zu latschen. Lass mal das Fahrrad rüberwachsen, und zwar Dali. Mit dem Rad können wir den anderen Arena-Challenger prima den Weg verabschneiden. Wann heißt es? Ihr könnt nach Hause fahren. Echt jetzt? Das ist doch Wahnsinn. Das sagt ihr wohl. Könnt ihr wohl laut sagen? Holy shit. Ihr habt jetzt auch nicht mal einen Rotom, um das Fahrrad in Betrieb nehmen zu können. Hilfe, die wollen mein Fahrrad klauen. Bitte, du musst etwas dagegen. Diese fiesen Diebe unternehmen. Verpass ihnen eine Abreibung. Gerne. Klauen? Wer hat davon Klauen gesagt? Wir müssen das Rad losborgen, um damit ein paar Arena-Schilder umzuscheuchen. Ja, komm. Ich mache sowieso Platz. Ziemlich, Alter. Dabei will die das ja noch nicht mal. Ja, sollte ja sehr gut so funktionieren. Ja, das macht gut Schaden. Wie gesagt, so Naturzone oder so, würde ich oftmals auch alleine aufnehmen. Gerade wenn ich im Bett liege oder sowas, ein paar Dynamax-Raids machen. Ich denke mal, das ist sowieso nicht etwas, was sehr wichtig oder sehr interessant ist. Aus dem Grund ist es immer irgendwo das Gleiche. Wenn natürlich was Interessantes passiert, dann kann ich immer noch zum PC gehen, aufnehmen. Sieht ja schon cool aus, ne? Aber der erinnert mich echt tatsächlich voll oft an die Dora. Also hier, Dora die Erkunderin. Auf jeden Fall sehr, sehr cooles Design. Gerade jetzt auch noch mit dem Mobart dabei. Na, fast besiegt. Auch cooles Design allgemein. Oh, ich bin wieder aus, wenn er komplett fertig ist. Oh, das ist eine dreifache Entwicklung anscheinend. Sonst wird er nicht auf Level 18 schon so aussehen. Na, ja, das ist auch die Erfahrung. Weiß nicht, Team Yell oder so. Ach, das ging ja nach hinten los. Hey, wir wollen doch nur ein Fahrrad haben. Komm uns nicht in die Quere. Du musst nur gegen beide kämpfen. Mann, Team Yell. Virus. Okay. Ist, glaube ich, mittlerweile nur ein Feen-Pokémon, oder? Oder Unlicht. Ich glaube, selbst wenn bei beiden wäre bis ineffizient, aber... Ich würde sagen, nervt mich jetzt bitte nicht damit. Ja, ich habe schon gedacht, dass das jetzt blockiert wird. Deswegen Funkensprung. Das soll es aber jetzt auch gewesen sein mit Team Yell. Jetzt noch ein Level up. Team Yell wurde besiegt. Mein Fahrrad hat mir abgelenkt, sonst hätte ich nicht verloren. Klar. Das sagen sie alle, dann sind sie schwanger. Ist einfach zu stark. Wie sollen unsere Favoriten, wenn die Arena-Challenge gewinnen? Ist nur eins, wir müssen dich noch härter sabotieren. Warte nur ab. Okay. Und die haben eine Riesensicherheitsklammer hinten drin. Nice, jetzt haben wir endlich ein Fahrrad.
Yay, ein Rot am Rad. Dankeschön. Okay, das ist cool. Ui, das ist auch schnell. Okay. Da ist nochmal eine Naturzone. Das sieht doch unglaublich schön aus, das Spiel. Ich hab da so eine Meinung. Mein Zielbasiswert ist definitiv du hast also das auf einen Kampf, hä? Jetzt. Okay, ja, komm, mach mal einen schnellen Kampf. Warum nicht? Wobei, meine AP sind ziemlich gering von all meinen Pokémon. Ach, da ist Muli wieder. Ja, wahrscheinlich mehr als du. Okay, wo ich kann Doppelklick? Interessant. Definitiv. Danach muss ich aber Pokémon eigentlich mal wechseln. Ich denke mal, Pokémon-Sprung sollte trotzdem noch reichen, um es auszuschalten. Ich denke mal, er hat mittlerweile Krookie schon gelevelt. Chimsticks, jawohl. Okay, ich wollte gerade fragen, ist das die normale Farbe oder ist das ein Shiny? Was soll die normale Farbe sein, oder? Als ob der ein Shiny hätte. Nee, das war ja vorher auch nicht gelb, oder? Okay, Rasierer, das sieht cool aus. Bringt aber trotzdem nichts. Ich weiß, du hast irgendein Item anscheinend am Trank, als verhindert, dass ich dich one-shotte. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich auch den Shiny hätte. Ich habe super Tränke. Na, mit One-Shot ich hier sagen wir dann. Perfekt. Mein letztes Pokémon, aber ich darf jetzt keine Panik geraten. Ich darf jetzt nicht in Panik geraten, so. Naja, ich weiß jetzt gleich, wie ich das mache. Naja, durch die Anspannung wird halt kein Bär mehr aktiviert. Ich weiß, wie das funktioniert. Ich krieg eine Nitro-Ladung ab, das sollte reichen. Oh, fast. Okay. Ich glaube, die Federn, die ich hier gefunden habe, das sind Sachen, um die IVs zu erhöhen. Ich da davon aus. Ob es in Machian so ist, das ist was anderes. Ich denke mal, das erfährt man aber noch. Wie kannst du stärker sein als ich? Ich habe doch nur einen Pflanzenorden, genau wie du. Ja, das heißt ja nichts.
bist immer besser, Flo. Aber ich lasse nicht locker und trainiere weiter. Du hast einen wilden Eber. Nice. So weiter, Borab. Als nächstes klopfe ich mir Karte vor. Die Wasserrinne leitern. Da wirst du auf jeden Fall einen Vorteil haben. Wieder verbessert die EVs, wovon ich ja nicht ausgehe. Dafür gibt es ja eigentlich sowas wie die Genauigkeitsplus und so ein Scheiß. Ich weiß nicht, ob das jetzt in-game ist oder nicht. Aber das verbessert wirklich die EVs. Wo ich halt eben von ausgehe. Okay. Ist in Ordnung. Kann man mal machen. Ich hoffe ja eigentlich eher, dass das paralysiert wird. Okay. Ich habe hier jetzt in der ersten Runde schon 3 Initiative down. Ja, ist klar. Einmal bitte wechseln. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich dadurch one-shotte. So gerade nicht. Und ein Pokéball. Hoppala. Ich komme die ganze Zeit gegen mein Mikrofon. Dankeschön. Viel Level Up. Ich glaube noch ein Level Up und Toxel könnte sich entwickeln. Die entwickelt sich. Jawohl, endlich. Und jetzt kommt eine sehr, sehr coole Form. Finde ich super. Sieht echt super, super sick aus, die Scheiße. Ist nur Elektro? Okay, nicht schlecht. Nein, möchte man nicht ein Team haben. Eine Prachtfeder noch gefunden. Guck mal, da kommt Pokémon wieder neue. Ach, puh. Okay, müssen wir das einfach besiegen. Oh, mein Hintern tut langsam weh vom ganzen Sitzen. Ups, das war, ich hoffe, es gibt gleich Essen. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Das sieht eigentlich so süß aus von dem Pokémon, ey. Also meines Erachtens noch einer der besten Pokémon vom Design hier. Ich komme sofort wieder, ich möchte eigentlich nur meine Pokémon heilen. Ich muss jetzt auch in der Stadt angekommen sein, ne? Ja.
Oh, der schon wieder. Ah ja, okay, da hinten ist das, was man gesehen hat, diese Statuen im Trailer, die halt komisch aussehen. Sehr komisch halt. Als ob es irgendeine Verschwörungstheorie gäbe. Erstmal Pokémon heilen. Dann können wir weitermachen. Oder wie seht ihr das? Jawohl, bitte einmal heilen. Auf jeden Fall ein ganz cooles Team bis jetzt, was ich habe. Na, wie viel, was für Sachen hast du gerade für mich? Ja, nee, kauf mir jetzt noch keine von. Nur wenn man zwei braucht. Eigentlich möchte ich gern von jedem fünf Stück haben. Das hört vielleicht dumm an, aber lieber sicher als nachhinein dumm aus der Wäsche gucken, ne? Und gerade mit Gegengift. Okay, das sollte passen. Ich möchte gerne was verkaufen. Dann habe ich hier zwei Stück. Und okay, das werfe ich aber auch wieder weiter. Perfekt. Ah, okay. Es tut mir auch nicht leid, aber der Liga-Präsident ist wirklich sehr beschäftigt. Bitte respektieren Sie Ihre Privatsphäre und gewährleisten Sie ihm nun ein wenig Ruhe. Na schön, dann auf Wiedersehen. Bis bald, hoffentlich. Hey, bleib doch ein bisschen. Ich gebe gerne auch ein paar Autogramme. Ihr könnt sogar meine Liga-Karte haben. Wichsen Sie soll's. Hat ein ganz schönes Bäuchlein, oder? Nehmen Sie die Frage nicht über, Olivia. Müssen Sie so streng mit meinen Fans sein? Immer sind Sie es, die uns zu dem machen, was wir sind. Oh, ich weiß genau, wie wichtig Fans sind. Aber wenn Sie Ihre Fans behalten können und wollen, müssen Sie ab und zu ein bisschen arbeiten. Präsident! Rosé, wenn ich Sie irgendwie entlasten kann, müssen Sie es mir nur sagen. Wer warst du nochmal? Bitte ist mein Name, Herr Präsident. Herr Bittes, das wüsste ich natürlich. Du hast dich ganz schön gemacht, seit ich dir damals die Pokémon gegeben habe. Du gehörst zu den Favoriten des diesjährigen Arena Challenge. Aber die beiden Trainer, die eine Empfehlung vom Champ bekommen haben, stehen auch hoch im Kurs. Ich sehe es als große Ehre, dass Sie mir eine Empfehlung geschrieben haben, Herr Präsident. Ich will Sie nicht enttäuschen. Verlieren ist keine Option für mich. Doch nun werde ich Sie nicht weiter Ihre kostbare Zeit berauben. Entschuldigen Sie mich. Oh, wenn das nicht mal klug ist. Und so schön gespannt, was du drauf hast. Was hat der gute Dienen wohl in dir gesehen, als er dir die Empfehlung geschrieben hat? Hey, mir kommt gerade mal wieder eine meiner hervorragenden Ideen. Du wirst sicher die nächste Karte herausfordern. Richtig? Nächstes Kate herausfordern. Was hältst du hiervon? Wenn es dir gelingt, Kates Ohren zu erkämpfen, laden Olivia und ich dich zum Essen ein. Das wäre bestimmt eine gute Gelegenheit, um einander besser kennenzulernen. Verzeihen Sie, Rose, aber die Zeit drängt. Bring dich schön an, ja? Alles, was du tust, formt die Zukunft der Galar-Region. Ja, liebe Präsident, vor dem Restaurant Wellenflucht zu speisen, du bist eingeladen, zu uns zu stoßen, sobald du den nächsten Nachmittag hast. Gerne. Gegen gratis Essen sage ich nichts. Oh, ich gehe erstmal. Oh, das ist ein Item. Ein Hyperheiler. Nicht schlecht. Kann man definitiv gebrauchen. Und die nächste Bahnstation. Gut, haben wir hier auch einmal. Alles unglaublich cool gemacht aus, muss man gestehen, ey. Oder Arena-Challenger. Das ist das Restaurant.
Vielleicht gibt es ja hier unten noch ein Item, was er haben möchte. Ja, sehen Sie. Hab ich doch gewusst. Okay. Ein Markt. Achso, ja, cool. Ah. Immer genäht. Ja, vor allen Dingen haben wir. Ich will echt wissen, ob das die IVs erhöht. Oder EVs. Basiswert, ne? Das ist halt cool, das ist halt Lebensraub quasi. Ich glaube, gerade mit Gift-Pokémon oder sonstigen ist das ziemlich stark. Wenn ich mir gerade so überlege. War sonst noch was hier eigentlich? Ich kann ja mal aufs Fahrrad aufsteigen, wir sind ein bisschen schnell unterwegs. Okay. Das ist so angenehm mit dem Fahrrad. Genau, ich wollte nämlich die Viecher anschauen, was das genau da hinten ist. Kurtränke, nice. Das bist du. Ganz komisches Ding. Oh, das ist Kat. Kate. Kater. Du bist eine Arena-Challenger, stimmt's? Wie wusstest du das? Naja, schließlich bist du einer der beiden Arena-Challenger, der Dillion persönlich empfohlen hat. Du hast dich unter den Arena-Leitern zu einer deinem Berühmtheit gemacht, wissen wir alle. Und wir wissen alle Bescheid über dich. Hier, du Nachwuchsstar, damit du auch über mich Bescheid weißt. Nice. Cool. Du sortierst die Liga-Karten in dein Album ein. Wollen wir dann zum Stadion? So sehr ich das lieber in Ruhe zu angeln, jetzt habe ich richtig Lust auf einen Kampf. Die sieht echt cool aus vom Design her, muss man nur zugestehen. Okay, da kann ich nicht rein. Cool. Warum steht einer mit einem Wingull? Hier könnte ich angeln. Hier gibt es ein Item für mich. Jetzt bin ich cool. Das passt. Ach, das ist so eine Fischzuchtstation, glaube ich. Ah ja, cool, hier kann man halt dauerhaft angeln gehen, glaube ich. Das ist ganz nice gemacht. Und zack. Barschuft. Es gibt davon noch eine Version. Was für ein Level hast du? 20. Das ist ein bisschen happig, wenn ich jetzt angreifen würde, glaube ich. Ja, glaube ich, die bessere Variante so. Noch ein bisschen hältst du nicht aus. Okay. Die Masse sieht auch echt cool aus. Ah, ein Tackle sollte hier noch reingehen. Ja, das sieht gut aus. Ein Belektro sieht echt fett designt aus, ey. Ich liebe dieses Design von dem Hund. Jawohl. Super, haben wir auch gefangen. Barschuft ist gefangen. Oh, es gibt auch echt gute Erfahrungen. Sie sind bei Anglern beliebt, weil sie ihnen harte Kämpfe liefern, werden oft illegal in Teichen ausgesetzt, wodurch sie schnell verbreiten. Okay, krass. Okay.
entwickelt sich tatsächlich noch nicht. Aber jetzt müssen wir tatsächlich nochmal zurück. Was lenken ist wohl ein bisschen hart eben während dieses Turbo-Scheiß. So. Dann noch zur Arena. Und da machen wir dann den Cut für heute. Kannst ja gar nicht erwarten, bis ich morgen nach der Arbeit zu Hause bin, beziehungsweise heute nach der Arbeit. Wie gesagt, danach level ich noch ein bisschen meine Pokémon nach. Vor allen Dingen gerade im Bereich der Naturzone. Wie gesagt, das werdet ihr nicht mitsehen. Das ist natürlich nicht böse gemeint, um Gottes Willen. Aber aus dem Grunde einfach. Hab da meine Ruhe. Ein Köderball. Nice. Oh Gott, hat er gerade versucht, einen Fortnite-Dance zu machen oder sowas in der Art. Bitte dich nicht, das getan zu haben. Okay, die Gift-Uniform sieht auch sehr cool aus, aber ich habe nicht genug dafür. Ja, Einkauf beenden. Wo kann ich denn? Oh, wir gehorchen Pokémon bis Level 30 danach nicht weiter. Der ist schlecht. Das ist auch gut zu wissen. Erstmal speichern wir. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge.